Wie, er ist krank? Das ist mir scheißegal. Ich brauche einen Co-Piloten, verdammt. Du, ich hab einen Langstreckenflug vor mir. Ich brauche einen Co-Piloten. Warte mal. Miggi? Ach. Was machst du denn hier? Mein Flug wurde gestrichen. Ich habe Feierabend. Wollte einen Lütten trinken. Scheiß drauf. Ich brauche einen Co-Piloten, Alter. Komm mit. Ich habe aber Feierabend. Ist mir egal. Komm mit. Ich brauche einen Co-Piloten. Wir sind auf dem Weg. Come fly with me. Let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Pack up, let's fly away. Ah, guck mal. Trautes Heim. Die gute alte Betty. Die Betty, Alter. Ich sag's dir, ich flieg die Betty echt am liebsten. Ja. Premiere, Birgi, dass wir mal gemeinsam fliegen. Ey, total. Ach, guck mal da unten. Wie sie immer alle, wie sie geiern, Alter. Ich find, wobei, das finde ich gar nicht mal so schlimm, dass die Leute schnell ins Flugzeug rein wollen. Geschenkt, habe ich auch Bock drauf. Aber dass sie mal schnell raus wollen. Die sie schnell raus wollen. Ja. Aber was machst du, wenn du am Gang sitzt? Da musst du aufstehen, wenn die anderen Leute aufstehen nicht. Wollen. Machst Mach du nicht? Nee. Stark, wie im Kino. Mach ich hier so, Alter, und sag, wenn du dich mal bewegst, dann kriegst du direkt einen Handgang rechts, Alter. Okay, nix, Alter, okay, nix. Du, die alte Hundelunge. Ja, gibst du uns mal Erlaubnis hier? Ja, ist normal. Musst du dir wegdenken jetzt. Ja? Dafür, dass du gestern getrunken hast, Tim? Ja. Schon ein bisschen konzentrieren gerade, aber guck mal, jetzt geht's. Das Fahrwerk mal hoch. Wir müssen gerne noch die Durchsage machen, ne? Mach die jetzt. Okay, die Leute hören dich. So, schönen guten Tag. Hier spricht der Kapitän Tim Bergmann auf dem Flug 1337 von wunderschönen Köln-Bonn. Nach Opladen fliegen wir heute. Eine ungefähre Reisedauer beträgt 17 Stunden mit einem kurzen Zwischenstopp in Leverkusen-Mitte. Das war's erstmal von uns. Gute Reise für Sie. Hier ist gerade ein Alarm. Muss Sie nicht beunruhigen. Bis später. Ich habe mir gedacht, während des Fluges, vielleicht könnte man auch einfach mal so ein 1000-Teile-Puzzle starten. Ich würde echt gern ein bisschen pennen jetzt, Miguel. But I watch her so sadly. Was ist denn hier los? Unser Cocktail? Ernsthaft? Ja. Ich mache dir auf die Schnelle einen kleinen Aviation-Cocktail. 1914 erfunden von Hugo Ernst Lien und Aviation-Cocktail genannt. Wegen der Farbe des Himmels. Stößchen. Cheers. Ah, ja. Sehr geehrte Passagiere, ich bedauere es sehr, Ihnen mitteilen zu müssen, dass leider das Bier ausgegangen ist. Was war das? Dass sie irgendwie denken, dass er so ein Wahnsinniger ist oder sowas, weißt du? Ich dachte, dass du kotzt und dass wir das ganze Bier getrunken haben. Liebe Damen und Herren, hier spricht noch einmal Ihr Pilot Tim Bergmann aus dem Cockpit vorne. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass sollte es jetzt nicht noch einen kleinen Zwischenfall geben, wir so gut wie sicher in Leverkusen mit... Oh. Ah. Ah. So, jetzt ein paar Sekunden warten. Na, war nur ein Prank. Alles gut, alles gut. Späßchen muss auch mal sein. Beste Grüße aus dem Cockpit. Guck mal, 5 Meilen haben wir, glaube ich, noch. Dann sind wir fast in Leverkusen. Ja, wobei 72 noch, ne? Ach, 72. Ja. Wieso habe ich denn hier, was habe ich denn hier? Bis zum nächsten... Wir haben 2 unterschiedliche Anzeigen. Ja, was hast du denn bei dir das umgestellt? Nein. Weißt du, wie ich damals gesagt habe, ich will fliegen lernen? Ich habe halt immer Flugangst gehabt und gesagt, ich vertraue euch den Leuten, die da vorne drin sitzen, dann lerne ich den Bums eben selbst. Habe so einen 2-wöchigen Schnellkurs an der Volkshochschule in Köln gemacht. Und jetzt sitze ich hier. Ja, genau so läuft es. Hast du schon mal so einen Vogelschlag gehabt? Üble Sache, aber letzte Woche gehabt, Alter. Zack, ganze Windschutzscheibe voller Vogelmist und Vogelgedärme und sowas. Richtig übel. Da musste ich kurz rausklettern, ich habe das Fenster im Ärmel, weiß mal, wie ich eingesaugt war. Hast du während des Fluges gemacht? Ja, ja. Ich fliege dann kurz runter, mache das alles sauber und dann wieder zack hoch. Sportliche Aktion. Bist du T1 gemustert? Ja, ich bin ausgemustert, T5, wegen psychologischer Bedenken. Naja, und dann... Ja? Entschuldigung, ich glaube, wir sind... Nein. Nee, das ist alles auf dem Kurs hier. Ist alles gut. Das ist alles elektronisch. Ich sag dann, setzen Sie sich mal wieder hin. Hey, hinsetzen.
Sie machen gerade strafbar. Das ist gefährlich hier. Wir stehen unter Druck hier. Warum ist die scheiß Tür eigentlich nicht zu? Scheiße, der hat recht, Alter. Ich will mich mal anschnallen. Ja, ich auch. Das ist verrückt, ne? Das ist auch kurios. Willst du mal einen Mega-Gag hören? Warum ist die Whiskyflasche eckig? Warum? Ja, ist doch ganz klar, damit sie im Cockpit nicht jemand herrollt. Ja, dir hat gefallen, oder? Vielleicht haben wir das zu mich, ja. So, pass mal, drück mal ein paar Knöpfe hier. Ich würde mal sagen, wir gehen mal Landeanflug hier. Dann nehme ich ganz unprofessionell auch meine Mütze. Ja? Das ist mein Landeanflugsglücksbringer. Ich bin so ein entspannter Typ, ja. Alter. Ich mache mir das gerne bequem. Okay. Oder meinst du jetzt, weil wenn irgendwas schief geht, dass es schöner wäre, wenn man unsere verkohlten Leichen in Anzügen... Eben, genau, ja. Okay. Ich denke auch immer, wenn ich auf einem eisigen Berg bin und sterbe, dann würde ich auch gerne in einer witzigen Pose sterben wollen, damit die Leute noch was zu lachen haben. Was wäre so eine witzige Pose? Ja, irgendwie so ein Ägypter. So. So? Ja, weiß ich nicht. Aber glaubst du, das kriegst du dann hin, wenn du so im Angesicht des Todes bist, irgendwie, dass du dann sagst, ach, ich muss ja den Joke jetzt noch bringen? Ich glaube schon, ja. Also ich werde auch gleich versuchen, wenn es nicht gut laufen sollte, toi toi toi, dass ich dann so sterbe. Geil, Alter. Dann würde ich mal sagen, Autopilot aus und wir gucken mal, was passiert. Ja. Das ist immer so am Anfang ein bisschen meckern. Ich gehe einfach mal runter jetzt. Genau, ich guck mal gerade, ja, so ein Ansatz von Straße ist zu erkennen. Ja. Ich steuere ganz relaxed drauf jetzt. Ja. Technik. Was ist das verrückteste Manöver, was du mal gemacht hast? Looping. Ja? Ich sag mal, ein paar Leute sind gestorben, aber das war es die Sache wert. Okay. So, hier spricht nochmal der Captain aus der Cockpit-Kabine. Wir steuern gerade schnurstracks auf Leverkusen Mitte zu. Und ansonsten würde ich sagen, muss ich jetzt nochmal kurz abgeben, denn ich habe hier bei Quizduell gerade, muss ich wieder tätig werden, deswegen hat sie gerade gepiept. Krass, dass du hier LTE hast. Ja, sicher. Ich steuere jetzt den Rhein an, ja? Ich kümmere mich. Okay. Ich gehe von der Energie. So nennt man das nämlich. Ah, oh Gott. Ich habe die ausgemacht. Das wollte ich nicht. Das wird ein Sully-Flug. Pass auf, mach einen Sully-Flug. Gleich auf jeden Fall ein Stück nach rechts. Vielleicht jetzt schon mal, weil der 320er ist relativ träge. Räder raus. Ja. Sehr gut. Ja. Die Brücke da ist natürlich im Weg. Tim, es hat mir großen Spaß gemacht, mit dir zu fliegen. Fand ich auch. Mach's gut. Guck mal. Aber hier in der Scheune. Ach ja, das geht klar. Guck mal. Ist doch perfekt. Das ist doch eine Landebahn. Ja. Runter. So, und jetzt müssen wir festhalten. Okay. Oh, Sprungschanze. Das wird natürlich jetzt knapp, ne? Ja, es war mir eine Ehre, Tim. So, hier spricht nochmal Ihr Kapitän Tim Bergmann aus dem Cockpit. Bitte beim Aussteigen aufpassen, denn wir sind offensichtlich nicht auf der Landebahn, sondern ein bisschen abwärts gelandet. Deswegen folgen Sie bitte den Instruktionen, was die Notrutschen betrifft und stoßen Sie sich nicht den Kopf. Ihr Tim Bergmann. So, ich muss jetzt schnell los, weil nochmal einen Knast gehe ich nicht. Once I get you up there, where the air is rarefied,